Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Wir sind immer noch in den Windspeerhügeln. Ja. Und müssen uns mit Orks, Hobgoblins und anderem bösen Viehzeug rumschlagen. Nachdem wir in eine böse Falle von 4K gelaufen sind. Frag keine große Herausforderung. So, die Tür ist offen. Da brüllt was, okay. Die Tür ist verschlossen noch. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ist diese Tür auch mit einer Falle gesichert? Sieht nicht danach aus. So, ab jetzt könnten es aber zu Steingolems kommen. Kommt ihr? Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Ihr braucht Leichtfüße und so. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Okay. Yoshimo sieht ein bisschen tot aus. So, einmal hochgeheilt ein bisschen. Dann können wir Yoshimo ja weiter gucken lassen. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig ja. Was immer ihr. Ja, ich weiß, weil wir Genesung eingesetzt haben, ist ihre. Ihre Ausdauer weg, also sie ist erschöpft. Das macht Genesung nun mal. Frag nur. Also diese Genesung hier, die geringe Genesung. Meist muss sich der Priester sofort nach dem Wirken des dieses Zaubers ausruhen. Ja. So, das ist sehr gut. Ja! Gut, es sieht so aus, als ob es hier unten nicht viel weiter geht. Also gehen wir erst nach unten. Und ja, ich benutze gerne immer die Karte, um einzuschätzen, wo es weiter lang gehen könnte. Oh, der Raum ist sogar offen. Ein Troll, der nicht böse ist? Okay. Wenn ihr es wollt. Ich denke, ich bin soweit. Trollkoch. Ja. Hallo, ihr Essenssachen. Gerade rechtzeitig. Springt doch bitte da rüber auf den Grill. Ja, gut. Der Grill, das große Ding aus Metall. Springt drauf, aber seid vorsichtig. Er ist heiß. Warum? Man ist echt verdammt schwer, heutzutage jemanden zu finden, der einem ein bisschen hilft. Wenn ihr nicht auf dem Grill seid, wie soll ich euch dann braten? Ich möchte aber gar nicht gebraten werden. Wenn ihr nicht gebraten werden wollt, warum habt ihr euch dann um die Stelle beworben? Ich finde, ihr würdet einen Leckerbissen abgeben. Jungs, auflegen. Wehrt euch. Ihr kriegt keine zweite Chance. Vorwärts, verschont keinen. Vorwärts, verschont. Das ist jetzt nicht so toll. Irgendwie verschwimm auf jeden Fall mal, dass du schlechter zu treffen bist. Und jetzt wird mal den Spinner hier los. Verschont keine!
Schrecken führt mich an, mein Freund. Nichts. Das war Yoshibo, okay. Oh, da war mein Quicksave. Ah doch, das ist das richtige Quicksave. Das war nach dem Kampf gegen die Golems. Keine große Herausforderung. Gut. Hallo, Trollkoch. Wie bitte? Für einen Troll spricht ihr aber ziemlich gut. Meine Mutter hat sich wirklich große Mühe gegeben, mir eine gute Ausbildung zu verschaffen. Hat mich zu diesen Kumpeln geschickt, die sind clever. Haben mir beigebracht, wie man wirklich gut kocht. Mögt ihr diese Orks? Die riechen schlecht, aber sie sind in Ordnung. Können manchmal ein bisschen fies sein. Häuptlich Grabgrupp schneidet mir manchmal meine Finger ab und wirft sie auf den Grill. Sagt, die schmecken wie Würstchen. Tut das nicht weh? Ja, aber ich bin ein Troll. Finger werden abgeschnitten, Finger wachsen nach. So, und nun hört auf zu quasseln, fangt an zu brutzeln. Häuptling Grabgrupp mag's nicht, wenn ich mit dem Essen plauder. Ich lass euch mich nicht braten, verrückter Troll. Onkel Kayum, der war verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Koch. Und jetzt auf den Grill. Warum sollte ich auf den Grill wollen? Mann, ist echt verdammt schwer, heutzutage jemanden zu finden, der einem ein bisschen hilft. Wenn ihr nicht auf dem Grill seid, wie soll ich euch dann braten? Ich möchte aber gar nicht gebraten werden, ja. Die Dienerin der Natur ist schneller als Chick-Tikka. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich warte auf eure schon erledigt. Wo bist du? Das müsstest du sein. Nein, du bist ein Bogenschütze. Wo ist der verdammte Trollschamane? Ah, da ist der Trollschamane. Kobold. Hobgoblin-Magier, genau. Und da ist auch noch ein Schamane dabei. Ah. Das ist ein Krieger, das ist ein Schamane. Ja, das ging viel, viel einfacher. Oh. Sie ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Nur, dass es Keldor ein bisschen erwischt hat. So, dann plündern wir mal. Heiltränke. Keldor. Für die Gesundheit. Ja, wenn ihr es wollt. Gold und Bogen. Schmuck. Ah, brennende Hände sind nicht so viel wert. Pfeile. Jo. Pfeile sind immer gut. Ja, wir sind hier auch überfüllt mit Schmuck. Fragt natürlich. Hi. Orkisches Kochbuch, okay. Ihr, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ja, und unser Freund, der Otjok, kommt nicht durch. Wenigstens etwas. Orkisches Kochbuch. Zwiebeln in Scheiben schneiden, Knoblauch zerdrücken, Kastanien schälen und Wildschwein würflich schneiden. In einem großen Topf über einer großen Flamme wird Öl erhitzt und wenn es heiß wird, wird der Elchkot hineingekippt und mit dem Pferdeurin vermischt.
Okay, das fing doch eigentlich schon mal ganz gut an mit Knoblauch, Kastanien und Wildschwein und Zwiebeln. Man kann das köstliche Essen bereits riechen, oder? Vielleicht kann man auch ein anderes Fleisch für den Eintopf verwenden, wenn das Wildschwein nicht verfügbar ist. Das Fleisch der Genies aus dem Grabmal wären vermutlich auch ganz köstlich. Man könnte vielleicht auch die Wolfmenschen aus dem westlichen Verlies verwenden. Wenn ich nur das Luftmonster im Brunnen umgehen könnte, wäre der Schatz im Brunnen endlich mein. Dann könnte ich alles kaufen, um einen köstlichen Eintopf zu kochen. Okay, creepy. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. So, da du hier nicht raus kannst. Braucht ihr etwas? Moment mal, was ist das hier eigentlich alles? Grünschleim, Troll, Ratte. Ach so, das, was sich sie sich verwandeln kann. Den können wir ganz leicht so töten. In Ordnung. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Oder ein bisschen runter, dann nimmt er nämlich gut Schaden. Hat das etwa wehgetan? Ihr braucht mal leichtfüßig und so. So, mal gucken, ob da noch irgendwas drin ist. Bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen ja, euer zu. Wunsch ist mein das Gute Begehr. Wurde aufrechterhalten. Nö, hier ist sonst nichts mehr drin. Okay. Ein Quick Save, dass wir den ganzen Schmur nicht nochmal wiederholen müssen. Und ja, hier ist der Grill. Auf den ich mich nicht drauf werfen möchte. Es sieht so aus, als ob es in die Richtung eher weitergeht, weil hier oben ist noch das meiste übrig. Wo soll ich euch? Yoshimo ist bereit. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Oh. Orks. Sie kommen. Ich warte. Ich helfe. Ich werde mein Bestes tun. So zur Hölle hast du deine Fernkampfwaffe weggelegt? Naja, fragen wir nicht. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. So, ein paar Bogenschützen, Orks weg. Jawohl, wie ihr wünscht. Was möchtet ihr? Ja, Orks geben nicht viel Erfahrungspunkte, geben aber wenigstens. Erzählt mir mehr davon. Pfeile. Sehr viele Pfeile sogar. Ich warte. So. Ja, keine da. Große Herausforderung. Achso, den hatten wir schon. Den da? Den hatten wir noch nicht. Okay, Yoshimo, gehen so schnell die plus 1 Pfeile definitiv nicht aus. Ja, das wäre halt praktisch, wenn man einen Schmuck stapeln könnte. Aber wie gesagt, ich halte nicht viel von dieser Mod. Das macht die Authentizität kaputt. Also es ist nicht mehr so authentisch, wie ich es eigentlich in Erinnerung habe. Und ein bisschen Verzicht muss man ja auch haben. Super, noch so ein Gang. Der Weg nach oben. Weg geradeaus gibt's gerade nicht mehr. Okay. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ich bin im Augenblick vor dir, Yoshimo. Oh. Vampire? Nicht gut. Führt mich an, mein Freund. Ja.
Natur und nehme die Erde. Das sollte nicht sein.